Kamelle bis Bullingversum. Ich begrüße euch zum Vlog Nummer 56. Schön, dass ihr meinen Kanal wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich. Und heute ist nicht nur Nikolaustag, sondern es geht heute nach Kempten zur Big Bowl. Kempten Bowling Center, was weiß ich, wie heißt. Da war ich noch nie. Und ich habe auch keine Ahnung, was auf mich erwarten wird. Und jetzt wollte ich mal zeigen, welche Bälle mitkommen werden. 6 Bälle allerdings plus. Zero, Rubicon, Pitch Black, der alte Phase 2, da habe ich jetzt vor 4 Jahren fast mein erstes Perfect Game gespielt, deswegen kommt er heute mal mit. Halo Pearl und Phase 3. So, und auch Mr. Schlitzauge hat was zum Nikolaustag bekommen. Und nicht nur die Route. Nicht nur die Route, ich muss nicht rüberfinden. Nicht rüberfinden. Da. Man lebt hier. Ist das Nikolaus-Geschenk. Und zwar, mal schauen, was drin ist. Also erst mal zeigen in die Kamera. So, da sind 5 Bayernlose drin. Ich habe heute geträumt, dass ich 6.000 Euro gewinnen würde. Aber 6.000 Euro geht gar nicht, denn den Betrag gibt es anscheinend nicht. Nee, das glaub, ich glaube nicht. Ich weiß unten auch, weil ich krieg's nicht oben auf. Ja, es ist ja eh Papier. Ja. Siehst du, er geht immer von unten ran. So, einen Nikolaus. Na passt ja, klein und fein. Ja. Genau wie dein. Das habe ich jetzt immer gehört. Anscheinend nicht. So. Los Nummer 1. Rubbelt man? Nein, nee. Einfach nur auf. Eine Niete! Mit Sicherheit. Ja, ist doch immer so. Es wäre ja schön, wenn es mal ein bisschen, gell? Oder ich mache jetzt 2 auf und dann abend nochmal zum Abschluss des Videos. Es müssten noch 5 drin sein. Ja, dann mache ich jetzt 2 und dann am Abend 3, bevor wir dann den Vlog beenden. Niete! Ja, nur 2. Chance. Was bedeutet das? Du kannst meines Wissens nach damit nochmal einen losholen. Ja, okay, dann heben wir es auf. So, eins noch danach. Du hast ja da oben bei den Bällen hingelegt. Okay. Ein noch und dann haben wir die anderen zum Schluss des Vlogs. Sonst wird es zu lange dauern. Komm. Hauptgewinn. Was ist der Hauptgewinn? 5.000? Keine Ahnung. Egal. Komm aus dem Knick hier. 300.000 steht hier. Niete! Nochmal 2. Chance. Super. Ist ja langweilig. Ja, aber echt. Nein, dann lösen wir heute, holen wir in der Innenstadt von Kempten, gehen wir zum Lottoladen und holen uns noch einen Teil. Geht es das? Egal wo, oder? Natürlich. Okay. Oh, das zweite. Nein, 2. Chance ist was anderes. Was, ich da musst du ausfüllen, das einschicken und dann kann ich gezogen werden bei dieser Trommel und dann kann ich so ein Rad. Ja, mei, dann machen wir es. Ja, scheiße. Ist doch egal. Naja, dann sehen wir uns wieder auf der Fahrt und Kempten sehen wir uns auch noch ein bisschen auf Christkindlmarkt. Wird noch ein bisschen gefloppt mit der GoPro. Und dann sehen wir uns erst später wieder beim Bowling spielen. Tschüss, bis später. So, wir sind jetzt in Kempten angekommen. Wir wussten gar nicht, dass es hier so ein Kaufhaus gibt, aber wir sind jetzt hier drin. Weil eigentlich wollten wir ja in die Fußgängerzone zum Christkindlmarkt. Wir machen auch so ein Vlog. Weihnachtlich dekoriert. Fehlt der Nikolaus. Oder fehlt der einer? Ja, Santa. Santa. Santa ist was anderes als Nikolaus. Mann, Spaß. Papa. Da gibt's, läuft hier einer rum, kann auch sein. Der so gerade beim Scheißen ist oder so. Toilette ist im Erdgeschoss. Ach so, willst du jetzt die Toiletten durchsuchen, ob du Nikolaus findest oder was? Nein, ich dachte, wir wollten erst. Ja, ja, ich sag ja nur. Ja, wie lange haben wir ungefähr gebraucht? Stunde, ja. Anderthalb Stunden. Fast, ja. Na ja, gut, dann sehen wir. Soll ich Weihnachtsbäume finden? Dann sehen wir uns wieder, wenn wir es haben. Ist alles viel schöner, die Gruppe da. Und da trotzdem in einen Ballon reingeschmissen. Und von 14 bis 18. Da steht Almhütte. Nee, von 14 bis 19 kommt Nikolaus sogar. Ich hole mir sogar die Frühlingsbahn von der Bahn. Nee. Ja, das Veganer hat sich echt cool angehört, das vegane Wrap. Der ist auch ein Bernardinischer. Aber der bewegt sich nicht. Nee. Ah, draußen ist sogar ein riesen Christbaum. Ich geh mal kurz raus, dass ich Christbaum.
Die haben so auch einen Baum geschlachtet. Ja. Schau mal, die eine Taube mit einer riesen Semmel für sich allein. Ey, oder ist das gar keine Semmel? Aber doch, die haben das Innere ausgegessen. Ja, na, die holen sich immer das Weiche zuerst. Schau mal, die Tauben. Ja. Wo genau? Hier ist auch ein bisschen dekoriert. Ja, also hier ist eigentlich gar nicht so schlecht. Gibt es hier eigentlich Hans im Glück? Hans im Glück, nein. Nee. Ich habe gestern sogar nachgegoogelt extra. Ehrlich? Ja, ich habe extra nachgegoogelt. Ich musste irgendwie gerade denken, wo ich das da sehe und so, musste ich gerade. Der ist ja auch schon, nee, als ob er bessere Tage gesehen hatte. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Wo denn? Ich sehe nichts. Ja, da muss irgendwas von. Aber ist ruhig. Auf die Tüche, auf Südstraße. Ja, läuft da. Ja, schön. Ja, sieht schon schöner. Also ich denke mal am Dunkeln, weil die haben ja Ketten dran. Ja. Sieht schon anders aus wieder. Sicherlich. Hier haben sie niederbayerische Spezialitäten. Na, guck mal, die sieht aus wie die Roggenkruste passt, oder? Oder Bergbaumbrot, ich weiß nicht. Kennt mich da nicht so gut aus. Ich glaube, das ist eine Pfeife. Muss dein Papa eine Pfeife schenken? Nee. Elisenlebkuchen gibt es auch. Das ist doch schön. Ich komm mal weg. Bärchen. Da ist eine süße Hütte. Geh mal zurück, oder? Ich glaube, das war's. So von Weihnachten. Ja, ist echt schon. Da ist der andere Eingang. Obwohl, selbst wenn er glutenfrei wäre, Zimt geht ja auch nicht mehr. Wir haben letztes Mal einen Ausschlag bekommen. Super. Ja, ich gedacht, das gibt es doch gar nicht. Aber immer ab und zu mal Zimt gehabt. Zu Weihnachten oder Milchreis, gell? Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt wieder beim Bowling oder so. Oder beim Essen vielleicht. Ja. Dann gehen wir wieder zurück in die Arkaden oder wie das heißt, Kaufhaus. Ja, gucken wir mal, was wir finden wieder, gell? Ja. Gut. Kann sie ohne entscheiden, wann Schluss sein soll. Ich muss ja nicht, das Wort schon da. So ganz kurz noch. Nicht. Da, Baby Jesus. Ja, mehr Lügen. Die Guckt Wahrheit, der nichts als die Wahrheit. Lügen, voll die Lügen. Da. Wo sind die drei Könige? Nein, es gibt nur drei kleine Schweindel. So, jetzt war mal hier, habe ich mir die Frühlingsrollen geholt mit Reis, aber es ist mir ganz chaotisch da gewesen. Ich wollte einfach nur ein bisschen Soße drauf haben, dann kippt sie mir die Soße einfach hier in die Pappschachtel rein. Keine Ahnung. Ich bin sehr unzufriedener Kunde. Ja. Wie schmeckt's? Naja, hat schon Besseres. Also die Woche waren wir letztes Mal, beim Bamboo Bay war viel besser. Oder wo hat man sonst noch Frühlingsrollen? Ich weiß gar nicht mehr. Naja. Wenn wir fertig essen, dann müssen wir eh schon losfahren zum Big Bowling. Gut. Bis gleich. Soll ich ausmachen? Ja. Doch Parkplätze hier. Geil. Ich muss noch ein bisschen justieren, glaube ich. Ist alles drauf? Dann Halle. Naja, gehen wir mal rein, würde ich sagen. Schauen wir mal, wie es von drinnen ausschaut. Da, der Mugen muss was trinken. Ja, ja, halt die Fresse. Muss man hier im Park schauen oder so? Ich weiß es nicht, muss ich mal rausgehen gucken. So, war wohl nix. Hunde nicht mit gestattet. Er meinte, ich hätte ja gestern nachfragen können. Ich habe gesagt, überall sind Hunde erlaubt. Nee, das ist ja normal, das sind keine Hunde. Und es gab riesen Theater mit Hunden früher. Die sind hinter Bälle hinterhergelaufen und so. Ja. Deswegen habe ich mich dazu entschieden. Er meinte, ich soll ihn im Auto lassen. Ich dachte, nee. Da hat er einen Knall. Also die sind echt tierfeindlich hier, voll tierfeindlich. Das Tier ist an der Leine, das sitzt auf dem Sitz und fertig. Ja, weil er meinte, es ist riesen Streit und Sportpoler sind da und die würden sich aufregen, was gar nicht stimmt. Weil wir kennen sie aus München, habe ich gesagt. Da riecht sich keiner auf, ja, München. Also die Camper sind dann alle scheiße und tierfeindlich. Naja, alles nicht, aber da mit dieser Halle halt.
Ja, wenn er sagt, es ist hier überall so, dann sind sie alle wo so. Wo sind überall? Das ist wahrscheinlich der Einzige. Wo er, wenn der andere Dicke da hat, der auch gesagt, sowas gibt's nirgends. Es ist überall so, das ist ja klar, sagt der Dicke. Das ist ganz normal, so ganz klar. Ich so, wo ist das klar? Wir kommen immer mit ihm mit. Ich überlege, ob ich schnell zu Isar-Bowling fahren soll. Wie lange würden wir brauchen bis zu Isar-Bowling? Was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Heute ist was? Dienstag? Kein Bock nach Olching. Ich schau mal, wie weit es ist. Und der ignoriert jeden Gast erstmal. Ohne Scheiß, gell? Sogar die hier anderen, wohnen. Und er hat gefragt, ja, wo soll man hin? Eins, zwei, der Tilo wieder weiter und so weiter. Ich meine. Der hat echt keinen Bock. Der kann mir nicht sagen, dass hier mal voll ist. Der tut so, als ob da nie was los ist. Nein, da ist keine Chance, da ist alles voll. Na, na. So tut er wirklich, als ob da. Naja, ist halt so. Dann weiß ich doch nicht, wie es hier in Kempten ist. Und wenn Liga ist, dann. Jo, muss ja dumm mit Hause bleiben. Ist halt so. Naja. Ja, ich komme dann auch nicht mit. Ja. Weil ich muss ja wahrscheinlich eh arbeiten. Ja. Ich würde hier boykottieren. Ich würde sagen, du machst hier keine Liga. Doch, natürlich mache ich hier Liga. Naja, gut, dann würde ich sagen, fahr mal. Geh mal essen. Na, ich will Bowling spielen. Dachte Scheiße, Big Bowling hier. Kempten. Ja, Big Bowl mein Arsch. Schon mal Big Bull, die sind big, groß im Kopf sind die, gell, bilden sich alles Mögliche ein. Ich will unbedingt Bowling spielen. Ja, Mai, das kann ja keiner wissen, gell. Ich finde das auch eine Frechheit. Ja, einfach nachfragen. Woher sollen wir wissen? Wieso fragst du nicht nach? Wir sind doch auch nach Stuttgart und da war kein Hunde erlaubt. Überall, das war noch nie so. Naja, ist halt so. Wir waren auch Bowling bei Freiburg, weißt du noch? Ja, natürlich, ich habe halt Zeit. Keine Sau hat was gesagt. Aber die Kempter, die müssen so richtig so hoch hergenommen. Nein, 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 Arschlöcher. Leckst uns alle am Zückerli. Ist so. Ein dreckiges Zückerli. Naja, wir sehen uns. Ich muss schon reservieren. Was reservieren? Bowling. Ich will Bowling spielen. Naja, ich mache erstmal aus. So. Da habe ich ein Parkticket geholt. Sind wir doch zu Isar Bowling gefahren. Bin so müde. Interessiert keine Sau. Ja, Bowling, 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 Bowling. Scheiße. Was meckert da schon wieder rum? Mein Gott, nur meckern der Kerl. Hebt mir auf den Sack. Ist er nur schon wieder? Nein, ich sag nur, weil ich jetzt Rudi gefahren habe. Freut er sich wenigstens. Tür zu. Ui, warte. Ein bisschen auf den Papa warten. Da kommt er schon. Ich kann schon erstmal schauen. Ich kann nicht mehr so viel. Gott, das ist voll. Ja, müssen wir schauen. Bleib hier. Hier bleiben. Ja. Was hast du gesagt? Oh, schau mal, wer da ist. Hallo. Titi, das schön, das schön. Alles schön, egal wer auf mich wartet. Oh, ich hab dich so vermisst. Er wollte heute in Kempten üben, weil da Liga ist, gell? Auf der Webseite steht nichts. Wir fahren den ganzen Weg hin, Hunde verboten, er darf nie rein. Das ist normal, da dürfen nie Hunde auf Bowlingbahn. Ich so, spinnt ihr oder was? Das sind überall Hunde immer. Extra hingefahren und dann durften wir rein. Ja, wir sind ja gerade wieder zurückgefahren, ja, weil er hat. Was soll er machen, dass er ein. Ja, so, lass ihn doch im Auto. Ja, er hat gesagt, wir sollen ihm ein Auto lassen. Ja, okay. Glaub ich. Gibst du ihm mal hoch schnell, weil der ist wieder so aufgeregt. Sein Wasser dann bitte. Komm, Boschetz. Wo ist er?
Humor hörbar. Ich habe jetzt gemacht, 174. Keine Ahnung, die Bälle sind heute nicht so besonders, aber es liegt wahrscheinlich an der Bahn. Ich nehme jetzt mal den Place Tumal her. Und ja, vor fast 4 Jahren ist wieder her. Vor fast 4 Jahren ist wieder, als ich da mal 300er gespielt habe. Mit diesem Ball. Fast nie dabei, denn er ist nur 15 Volt. Er macht nicht viel, muss ich dazu sagen. Er geht fast so geradeaus heute. Vielleicht wechsle ich nach 5 Würfen den Ball und dann, so dass wir dann ein paar Bälle sehen können. Dann machen wir es so. 5 Würfel mit Chase 2, dann kommt der Halo Pearl oder Rubicon oder, und dann beim zweiten Spiel dann wieder 2 Bälle. Ich muss halt zur Liga mal hinfahren. Aber ansonsten nie wieder. Ja, dann musst du leider auch mal alleine fahren. Ich hätte gerne, ja, natürlich. Weil Rumbo kannst du alleine entscheiden. So, Rubicon. Waren wir auf dem 7er, das wäre es gewesen. Ja, das wäre schön. Naja, ja. Ich bin das 195 oder so. Warte, müssen wir gleich anfangen. 199. Naja. Dann würde ich sagen, gibt es jetzt halt als nächstes Phase 3 und Halo Pearl. Und dann, was mit dem Bowling? Denn wir wissen ja im Studio, wenn die anderen drei lose noch gezogen. Ja. Bis gleich. Aber jetzt noch kriegst du. Ja. Wir wissen ja, die Spezies wird am besten enden. Ich habe die Zitrone schon rausgefischt. Ja, ich weiß, ob schon gesehen. Ja, und bis gleich. So, wie bereits angekündigt, Phase 3.
ist tot, hat Druck dabei. Ballwechsel jetzt schon. Ja, ich wollte auch gerade sagen, der bringt nichts, der Ball. Ja, viel besser. 4-7 sind doch gerade noch so gefallen. Ja, aber trotzdem, wenigstens ist es umgefallen. Der andere, nee. Nee, der. Das war das Face. Face 3. Ja, kannst du vergessen, auf nee. Auf der. Heute hier nicht, nee. Ja, schade. Scheiß Szene. Auf die 5-7 ganz spät gefallen. Also die anderen Bälle kann ich fast einpacken. Face auf jeden Fall. Pitcher werde ich nochmal versuchen. Jetzt habe ich 3 Spiele gemacht. 195 Schnitt genau. Okay, jetzt schauen wir mal. Naja, 212 immerhin. Also du hast den Ball rechtzeitig vollzogen. Sonst wäre ich wahrscheinlich bei 170 gelandet, wenn überhaupt. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht noch zum Endergebnis. Vielleicht mache ich 6-7 Spiele. Da haben wir noch in die Party noch gleich nochmal schnell rein. Also schnell, weil die beiden schließen werden. Ja, dann brauchen wir nie rein, weil nein. Haben noch 1,5 Stunden Zeit. Nein, haben wir nicht. Da haben wir keine Zeit dann. Es ist einfach nur wieder reingerannt. Wir sind kaum drin, dann sagst du, wir müssen wieder gehen. Okay, dann sehen wir uns erst wieder im Studio zum Loseröffnen. Bis gleich. So, direkt ein Spiel später. Wieder mit Halo Pearl 2,47. Wie gesagt, der Ball gut läuft. Mal schauen. Ich werde erstmal weiter mit ihm spielen. Das andere bringt jetzt nicht viel Play, nochmal ein Pitch Play. Aber die anderen Bälle kann ich eigentlich praktisch wegpacken. So, jetzt sind über 200er Schnitt nach 4 Spielen. 832. Bis gleich. Und wieder ein Spiel später mit Halo Pearl. Front 6, dann 7er stehen geblieben, geräumt, dann der 10er stehen geblieben, leider verpasst. Und dann nochmal 4 Strikes in Folge. 2,57 diesmal. Jetzt gibt es das 6. Spiel. Ich bleib bei Hello Pearl, weil der läuft super. So, gerade noch 200 Start mit Hello Pearl. Also eine gute Serie. 6. Serie, 214,8 hatte ich schon länger nicht mehr. Da kann man nicht meckern. Aber ein Spiel oder so werde ich noch machen mit Pitch Black. Das sind die Öffnungszeiten für die Weihnachtszeit. Hier auf der Isar Bowling München. Schaut vorbei. So, aber nur bei Nikolaus ist es auch noch ein 3. Spiel für heute zu sehen. Also das 8. für heute insgesamt. Ja, das habe ich mit Pushback gespielt, lief sehr gut am Anfang und dann habe ich leider den 10er verpasst und den 6-10er verpasst. Jetzt bin ich nur bei 193.
Ich mach mit dem Pitchback erstmal weiter und sollte nicht mehr laufen, gibt es Hello Bird zu sehen. Da lief ja super heute. Ich bin bei 211 Schnitt immer noch. Ja, ja, hat ja 257 vorhin gehabt. 247 oder 57 hintereinander, ja. So, schau mal, Pitchback bleibe ich erstmal. Wenn ich ihn gut abgebe, kommt er auch gut. Strikes und 6 Pins. Wir sind zwar im 200er Schnittbereich, aber es ärgert mich sowas von so einem einfachen Pferd. Der Rest ist normal. Kann man Ball wechseln. Scheiße! Mensch, mach doch den Square von. Naja. Weggeräumt, leider dem Spiel 10er verpasst und den 2er verpasst oder 4er verpasst. So, Schnitt 209,5 auf 8 Spiele. Ja, bin ich zufrieden, heute schon länger nicht mehr, obwohl ich natürlich deutlich besser war nach dem 6. Spiel, da ich ja bei 218. Na ja, gut. Dann würde ich sagen, sehen wir später im Studio zum Lotto. Na? Soll ich nochmal hochgehen? Ja, ja. Zu den Losen öffnen. Bis gleich. Ärgert mich trotzdem. Titi? Ui? Bist du auch kaputt? Ja, bist du auch kaputt? Ich muss was sagen. Nur wegen dir könnte man nicht spielen. Es ist alles deine Schuld. Ich schlag dir grün und blau zu aus. Wegen dir kann man nicht das spielen. Nein, wie die Menschen, weil die alle tierfeindlich sind, die Arschlöcher. Bis später.
Jetzt sind wir bei den Parsinger-Karten. Noch nicht schlecht hier. Schau mal die Bahn. Und zurück. Kleines Bonusmaterial. Also wollte sie doch noch Avocado Makis holen. War ja klar. Und du musst wieder komplett außer sich. Und ich hole mir wahrscheinlich noch einen veganen Burger. Oder vegetarischen. Dumbo, hier ist sie. Ich würde sagen, ich hole mir schnell einen Döner, dann kann man uns unten hinsetzen und dann kann man da schnell fressen. Und unten, ach, die Weihnachtsbaum wollte ich auch noch filmen. Nur der Nikolaus fehlt noch. Moment, ah, die ganzen Kinder sitzen da. Ich würde auch ein Foto machen. So, zurück im Studio. Wir haben ja noch gerade gesehen, wir waren bei den Parsinger-Karten auch noch ganz kurz. Jetzt haben wir es fast 8:30 jetzt am Abend. Wir sind losgefahren um 11 Uhr, vor 11 Vormittag, jetzt wegen dem scheiß Vorfall in Kempten, also das mache ich nicht nochmal mit. Gut, jetzt kommt es zu den letzten drei Bayernlosen. Wünsch mir Glück. Zweite Chance oder nie, das hast du selber schon gesagt. Ja, bis jetzt hatte ich nur zweimal zweite Chance heute Morgen. Naja, muss ich es ausfüllen und irgendwann mal abgeben. Ein paar Tausender für dir wären schon nicht schlecht. Ja, wie gesagt, ich habe ja geträumt, aber man weiß es nicht. Ach, ich träume so viel Scheiße. Ich träume, dass ich mal stinkereich bin und überhaupt nicht. Okay, ein Freilos oder 2 Euro? Ja, denn. Ja, oft. Ich spuck ja nicht wirklich drauf. Ja, aber ist trotzdem eklig. So ein Spucker macht man schon. So. Nein, Frau ich nicht. Okay, ich bin ja keine Frau. Du nimmst sie aber so. Oft dir noch. Dann weiß ich nix. Aber ich. Pokus, Pokus, Fidibus. Nix. Das ist wieder zweite Chance. Also, was wollen die von mir? Die eine zweite Chance geben. Die sagen, probier's halt normal, damit du so richtig schön verlieren kannst. Diese zweite Chance ist dieses Anmelden, damit ich in diese Lusttrommel lande. Und dann von da aus gezogen werde. Ja, es wird da eh nicht. Die suchen sich ihre eigenen Leute raus. Jetzt ist ja eh immer alles gestellt. Also. Ja, das kann man nicht stellen. Natürlich. Ja, ein Zehner. 10 Euro, also das Doppelte gewonnen von dem, was ich ausgegeben habe. Ja, also 12 Euro insgesamt. Und dann die 12. Ja, ist immerhin. Ja, da würde ich halt nochmal ein Los nehmen. Also. Ja, ich würde sagen, mit diesen 12 Euro holen wir uns nochmal Lose. Nein, ich würde mir da noch ein neues Los holen. Da steht doch drauf, ein neues Los oder 2. Dann nehme ich auch nicht 2, dann nehme ich ein neues Los. Zehner? Ja, auszahlen lassen. Also, Gewinne und? Immer auszahlen lassen. Ja, okay. Jetzt wird der Nikolaus noch verspeist. Rein ins Maul. Das ist ein Vibe. Hm. Also. Schmeckt der Dreck überhaupt? Ja, noch entfressen. Block 56, glaube ich, endet sich dann dem Ende gegen. Kurzer Block bloß. Wo war das? Kurz ist eh mal viel zu lange Vlogs. Ich weiß nicht, wie lange das dauert. Auf jeden Fall, hoffentlich sehen wir uns am Sonntag wieder, am 3. Advent. Natürlich wird dieser Vlog irgendwann erst vielleicht neues Jahr ausgestrahlt. Ich habe keine Ahnung. Super, passt ja. Dann sehen wir vielleicht uns beim nächsten Mal wieder entweder auf der Hollywood Super Bowling. Oder Garmisch, was weiß ich, mit Markus zusammen. Haben wir gesagt, der Verlierer zahlt. Super. Ja, ich gewinne ja sowieso. Kann man gar keine sagen. Ja, na gut, klar. Dann würde ich sagen, das war's mit Block Nummer 6. Leider kein Campen, denn Hunde sind nicht erlaubt gewesen. Wir haben es ja mitbekommen, leider. Ja, schiebt euch Campen an euch. Ja, Wichser. Sie Wichser. Genau. Dann würde ich sagen, war's das mit dem Block. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.